So, ich und Jeff sind im Wald. Es ist 25 Grad oder so. Wir sind jetzt auch seit, wir haben jetzt 16:30, sind ungefähr seit 12:30, fast 1 sind wir unterwegs. Man merkt, er kommt an seine Grenzen. Schaffe ich aber auch nur im Sommer. Denn es ist halt warm. Getrunken hat er vorhin. Da unten am Bach. Und jetzt schaue ich mal, wie er sich noch so anstellt. Ha? Weil er ist schon ziemlich im Eimer. Er läuft zwar nach vorne. Aber der macht jetzt nur den harten. So, komm, Stinker. Komm. Muss wieder für die Woche reichen, Junge. Und zack, überholt. Ja, komm. Später werde ich ihm noch das Zeckenmittel drauf machen. Er hat zwar bis jetzt noch keine gehabt, aber bei dem Mittel darf man ihn 24 oder 48 Stunden nicht anfassen. Und dann haben wir es schon hinter uns. Und wenn der so kaputt ist, dann hat er sowieso kein Bedarf, die ganze Zeit zu spielen oder so. Wenn man legt sich ins Körbchen oder auf den Balkon, dann ist Ruhe. Bitte. So, und wir gucken jetzt noch, wo der Weg hinführt. Ob wir vielleicht noch die eine oder andere Person antreffen. Mit oder ohne Begleitung. Oder ob wir den ganzen Wald für uns alleine haben. Was ich bei dem Wetter leider nicht glaube. Oder das? Ja. Vorteil ist, wenn er so im Eimer ist, dann muss man eigentlich fast schon gar nicht mehr gucken. Aber, ich sag euch ganz ehrlich, der Schein drückt. Wenn er wirklich auf was Bock hat. Auch in dem Zustand. Dann hole ich dir nochmal seine Reserven raus. Das ist unglaublich. Keine Ahnung, wo er das her hat. Jetzt, Jeff, wenn du hinter mir läufst, das ist ganz schlecht. Das könnt ihr hier den Feldweg angucken. Weißt du? Und weiter, komm, ab. Dann merkt man's. Wenn er kaputt ist, dann will er nicht mehr vorne laufen. Sonst will er immer vorne laufen. Wir gucken, was abgeht. Aber so. Aber der Ball, der muss sein. Der muss sein. Warte. Ich glaube, ich weiß sogar, wo wir sind. Da sind wir, glaube ich, wir sind mal vor 2 Jahren da lang gelaufen. Und auch ein bisschen abwegig. Und dann kam uns ein Fuchs entgegen. Nein, den hat er zum Glück nicht gesehen. Dicht ab. Und zack, im Schatten.
Viertel. Aber heute war er am Morgen mit meiner Mutter unterwegs. So ungefähr 3 Stunden. Spielt dann auch immer gerne mit dem Ball, weil sie da selbst sich nicht viel bewegen muss und der Hund schnell K.O. ist. Dann hat er ungefähr 1 Stunde Pause gehabt. Und jetzt sind wir, würde ich mal sagen, 3, 3,5 Stunden unterwegs. Dann geht's nach Hause, was essen. Und dann so um 8, 9, je nachdem, die letzte Runde. Eine gemütliche Runde. Und dann ist er wieder down. Bitte. Ja. Vielleicht soll ich mal die Kamera ein bisschen weiter runter machen. Sonst sind wir es ja gewohnt, dass er immer weit vorne läuft. Ja. Na. Gestern hat es ganz schön gewittert. Da sind Blitze eingeschlagen. Normalerweise kann ich wirklich sehr, sehr gut schlafen, wenn es stürmt und regnet und gewittert und macht. Aber bei den Blitzen habe ich mich selbst erschrocken. Das ist eigentlich eine Überlegung wert, mit dir so hier lang zu laufen, wenn du so K.O. bist. Soll?